Digitalisierung ist sowieso, es ist unausweichlich. Ihr müsst euch vorstellen, in der Zahnarztpraxis ist ganz, ganz viel Dokumentenkampf. Also diese Anamnese beispielsweise sollte eigentlich einmal im Jahr ausgeführt werden. Das heißt, allein dafür ist schon einmal ein Blatt Papier. Ich habe vorhin nochmal geguckt, bei uns in unserer Praxisverwaltungssoftware, wir haben knapp 15.000 Patienten, die da gelistet sind. Und jeder davon hat mindestens mal einen Anamnesebogen schon mal ausgefüllt. Letztlich resultiert es darin, dass wir einen riesen Berg an Dokumenten haben und also hatten, das haben wir jetzt nicht mehr. Wenn ihr zu unserem Ersttermin kommt, haben wir schon eure komplette Anamnese und wissen schon, okay, das ist eine Erkrankung, können uns schon vorher damit ein bisschen besser auseinandersetzen und nicht erst in den 5 Minuten, wo ihr dann quasi zu uns kommt. Also das heißt, es ist auch besser für die Vorbereitung auf euch. Hi und ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Tatjana Felkner. Mein Name ist Jöran Felkner. Und ihr seid heute wieder hier mit uns in der Praxis in Leipzig auf... Nee, was ist denn unser Intro? Und wir sind heute wieder in unserer Praxis in Leipzig, in der wir uns den Zahnerhalt eurer Zähne auf die Fahne geschrieben haben. Ah ja, super. Das müssen wir nicht nochmal neu teilen, oder? Doch, denk schon. Kannst du es dann sagen? Du musst nochmal üben. Ich sag immer was anderes. Okay, also nochmal. Hi und ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Tatjana Felkner. Und mein Name ist Jöran Felkner. Und auf unserem YouTube-Kanal dreht sich alles rund um gesunde Zähne und unser Lieblingsthema, die Zahnerhaltung. Heute geht es um ein etwas anderes Thema, und zwar um unsere Digitalisierungsreise in der Praxis. Bevor ihr jetzt abschaltet und denkt, es ist total lang, weil ich tut es nicht. Es ist spannend, sowohl für Patienten als auch für Kollegen vielleicht, die Lust haben, die Praxis weiter zu digitalisieren. Und ja, ich hoffe, es interessiert euch. Bleibt auf jeden Fall dran. Aber bevor es mit dem Video losgeht, hätten wir wie immer eine kurze Bitte an euch. Wenn euch unsere Videos gefallen und ihr uns unterstützen wollt, dann abonniert auch gerne den Kanal und liked auch die Videos. Das würde uns wirklich sehr freuen. Genau, zum Thema Digitalisierung haben wir bereits ein Video gemacht. Damals haben wir euch erzählt, wie wir unsere Warenwirtschaft so ein bisschen umgestellt haben. Wir haben auch schon ein Video gemacht zum Thema Abformung mit dem Scanner. Ja. Also auch in dieser Digitalisierungsreihe. Wenn euch das interessiert, dann schaut doch mal. Wir verlinken das Ganze, dann könnt ihr das nochmal anschauen. Heute geht es um den Gesundheitsfragebogen bzw. die Anamnese. Das ist das, was ihr beim Zahnarzt ausfüllt, wenn ihr zum allerersten Mal da seid oder wenn ihr nach einem Jahr wiederkommt und dort tragt ihr eure Medikamente ein und ihr tragt ein, ob ihr irgendwelche Allergien und Unverträglichkeiten habt. Um dieses ganze Thema soll es gehen. Das haben wir nämlich ein bisschen überarbeitet im letzten Jahr und wollen euch mal erzählen, warum und was es vielleicht für Vorteile gebracht hat. Genau, also ihr merkt schon, neben der Zahnerhaltung ist auch die Digitalisierung, man kann sagen, so ein zweites Herzensthema von uns, weil wir wirklich auf vielen Ebenen, wie du es auch schon schön gesagt hast, versuchen, alles zu digitalisieren, was geht. Das ist beim Scanner zum Beispiel ist das natürlich eine coole Sache, bei den Dokumenten scheint es erstmal nicht so cool, aber vielleicht sollten wir erstmal aufgreifen, wie ist überhaupt der klassische Weg für dieses ganze Anamnese, und das sind aber noch andere, es sind auch die Datenschutzerklärungen, zum Beispiel auch Kostenaufklärung, das sind also diese ganzen Dokumente, ihr müsst euch vorstellen, oder ihr wisst ja wahrscheinlich, in der Zahnarztpraxis ist ganz, ganz viel Dokumentenkampf oder Krieg. Ja? Also diese Anamnese beispielsweise sollte eigentlich einmal im Jahr ausgeführt werden, das heißt, allein dafür ist schon einmal ein Blatt Papier. Und jetzt ist es so, nur mal, damit ihr so wisst, wie viele Patienten so in Summe. Wir haben jetzt, ich habe vorhin nochmal geguckt, bei uns in unserer Praxisverwaltungssoftware, wir haben knapp 15.000 Patienten, die da gelistet sind. Und jeder davon hat mindestens mal einen Anamnesebogen schon mal ausgefüllt. Und wie gesagt, wenn ihr öfter kommt, müsst ihr den jährlich aktualisieren, und klassischerweise muss man die sogar aufheben. Das ist halt wieder typisch Deutschland, kann man sagen, typisch bürokratisch. Das heißt, also ihr müsst es eigentlich in irgendeiner Form archivieren, genauso die Datenschutzerklärung, genauso eigentlich auch, um komplett sicher zu sein, wenn ihr beispielsweise eine Füllung bekommt oder irgendwo anders in der Zahnarztpraxis Kosten anfallen, und müsst ihr das eigentlich auch vorher unterschreiben. Und auch das muss man aufheben. Beispielsweise auch Aufklärung. Ich denke mal, jeder von euch wird vielleicht schon mal eine Lokalanästhesie, also eine Betäubung bekommen haben. Und dafür gibt es eigentlich auch Aufklärungsbögen. Auch die muss man eigentlich unterschreiben. Auch die muss man eigentlich aufheben. Also eigentlich, wir machen es auch. Also es gibt ja eine Aufbewahrungspflicht. Ja, ja, aber das so ist nicht gängige Praxis Fall. Überall. Ne, genau, aber letztlich resultiert es darin, dass wir einen riesen Berg an Dokumenten haben und also hatten. Das haben wir jetzt nicht mehr. Da erzählen wir euch gleich was zu. Vielleicht erinnert ihr euch, ihr seid in die Praxis gekommen, dann werdet ihr erst einmal gefragt, was gesundheitlich irgendwie, was es dort für Schwierigkeiten oder was es bei was euch Allgemeinerkrankung hat, was Allgemeinerkrankungen zum Beispiel, Medikamente. Angeht. Genau, und das ist halt für uns auch super relevant, damit wir die Behandlung genau für euch vorbereiten können. Ne? Also angenommen, ihr vertragt jetzt keinen Latex, dann haben wir besondere Handschuhe für euch, oder ihr vertragt bestimmte Betäubungsmittel nicht, dann haben wir bestimmte, die wir dann für die Behandlung nehmen. Deswegen ist es ganz relevant. Natürlich auch jegliche Grunderkrankungen, irgendwelche
Herzerkrankungen, Blutdruck und so weiter. Das ist für unsere Behandlung sehr, sehr wichtig, damit wir die sicher für euch durchführen können, diese Informationen zu haben. Und es ist auch sehr wichtig, dass wir uns regelmäßig aktualisieren. Für euch ist es vollkommen klar, was ihr täglich für Medikamente einnehmt oder dass letztens ein Test durchgeführt wird und ihr habt irgendwelche Allergien, aber wir können das ja nicht wissen. Das heißt, in regelmäßigen Abständen muss das Ganze dann auch aktualisiert werden. Vielleicht noch mal ganz, ganz kurz so zu dem Ablauf. Also ihr kommt, ihr füllt die Dokumente aus, erstmal die Gesundheitsfragen, dann vielleicht Aufklärungsbögen, vielleicht irgendwelche Zuzahlungsvereinbarungen und wir heften das Ganze ab. Wir sammeln das Ganze und dadurch, dass wir es aufbewahren müssen, haben wir es in Ordnern sortiert, also alphabetisch und diese Ordner stehen in einem riesigen Regal. Das heißt, wenn ihr wiederkommt und ihr müsst das Ganze aktualisieren, dann suchen wir erst einmal und gucken, wo ist euer alter Anamnesebogen, heften den wieder aus und ihr unterschreibt nochmal oder ergänzt irgendwas, was neu ist. Das war schon wahnsinniger Papierkram, mal abgesehen davon, dass man das Ganze drucken musste. Dann mussten wir mit dem Papier alles wegsortieren, die Ordner irgendwo aufbewahren. Wir haben gar nicht so viel Platz in der Praxis. Irgendwann wurde es ein bisschen eng. Und dann sind wir dazu übergegangen, das Ganze einzuscannen. Das heißt, ihr füllt es im Papier aus, dann scannen wir es ein. Wir haben es digital, dann schreddern wir es, was ja auch irgendwie ein sinnloser Weg war, weil wir mussten es trotzdem ja einmal ausdrucken. Das ist ja auch Papier und Ressourcen, die dabei draufgehen. Ich würde gerade sagen, Thema Nachhaltigkeit ist halt die absolute Verschwendung von Papier, muss man halt sagen, maximal. Also das war so unser grober Workflow. Das war an vielen Ecken halt umständlich und dann haben wir überlegt, was sind so für Varianten. Aber du kannst ja gerne nochmal erzählen, was vielleicht auch Vorteile des Systems sein könnten. Na, Vorteil ist natürlich null Anschaffungskosten quasi, außer einem Drucker und die Druckkosten und Papierkosten. Das wird jeden, der einmal sich mit Digitalisierung beschäftigt hat, das sind natürlich erstmal höhere Kosten, muss man ganz klar sagen. Ihr braucht eine funktionierende IT, ihr braucht meistens ein gutes WLAN, so Sachen, Scanner, also technischer Aufwand höher. Die Leute müssen das bedienen können. Das ist natürlich bei einem Blatt Papier, das kann jetzt ja jeder sozusagen aushändigen und in Empfang nehmen. Digital ist das schon wieder ein bisschen mit mehr Aufwand verbunden. Aber das wäre so eigentlich der Hauptvorteil, finde ich, das ist halt also einfach und schnell umsetzbar. Brauchen wir jetzt nicht wirklich viel und monatliche Kosten dafür im Vergleich trotzdem geringer als im Vergleich zum Digitalen. Aber was natürlich ein Nachteil, und das finde ich immer, ist gar nicht so unerheblich, so wie wir es zum Beispiel gemacht haben, und so machen es viele, die ich kenne, dass ihr den Bogen quasi noch in analoger Form bekommt, den Anamnesebogen, und der dann eingescannt wird. Da ist ein bisschen der Nachteil, dass also ihr habt dann immer so ein bisschen Verzug. Ne? Also wenn man sozusagen, also ihr kommt als Neupatient, ihr führt den Bogen aus, ihr gebt den vorne bei der Rezeption ab, und bis der dann aber bei euch in der Akte ist, da hat man natürlich ein bisschen Verzug. Klar kann man den live nochmal mit ins Zimmer nehmen und lesen, aber was nicht selten vorkommt, ist beispielsweise, nicht jeder hat die schöne Schönschrift aus der 5. Klasse oder so, sondern aus Erfahrung gesprochen kann man die Schrift von Menschen sehr, sehr schlecht lesen. Sehr allgemein. Ja, aber es ist eigentlich so, es ist schon wirklich so. Und manchmal, gerade weil man macht das ja dann meistens irgendwie im Sitzen auf der Bank, also nicht an dem richtigen Tisch, dann irgendwie schnell, schnell, schnell. Und dann kann man, also warum ist das ein Problem? Weil man oft nicht lesen kann, was ist das für ein Medikament? Wir hatten es total oft, dass die Telefonnummern dementsprechend falsch waren, weil die Zahlen so hingekringelt waren und man das dann im Nachhinein nicht lesen konnte. Oder E-Mail-Adressen, die falsch waren. Oder die waren an sich wahrscheinlich von der Person richtig ausgeführt, aber man konnte es einfach nicht lesen. Und das ist natürlich irgendwie doof. So. Mhm. Und aber ich glaube, sonst Nachteile, weiß nicht, ob du noch was hast, sonst was dir einfällt. Oder Vorteile? Vorteile von dem System. Also von klassisch analog jetzt, ne? Kommt drauf an natürlich auch, wie euer Patientenklientel ist oder ihr als Patient, wie gut ihr digital aufgestellt seid. Wenn wir jetzt etwas ältere Patienten in der Praxis haben, da gibt es natürlich auch welche, die super mit iPad umgehen können, aber es gibt auch viele, denen ist das irgendwie nichts so richtig, die hätten gern Papier. So, je nachdem, wenn ihr jetzt eine Praxis habt mit vielen Patienten, Ü70, Ü80 oder so, dann ist das natürlich vielleicht auch nochmal ein anderes Thema. Ne? Also ist das Papier einfacher. Aber ansonsten war es das, glaube ich, schon an Vorteilen. Ja, ich denke, jetzt können wir so ein bisschen überleiten zum Digitalen, oder? Ja. Also, ja. Also wie das dann kam, also uns hat es halt super genervt. Und wir sind natürlich immer auf der Suche, wie wir sozusagen die Patientenreise oder das Patientenerlebnis verbessern können und auch für uns die Prozesse einfacher machen können und auf lange Sicht weniger Aufwand haben. Und da war die Digitalisierung auch von dem Anamnesebogen unausweichlich. Und jetzt ist der Ablauf so, dass wir haben, also es gibt verschiedene Anbieter, die, also das ist wahrscheinlich nur für die Kollegen dann interessant, aber es gibt verschiedene Anbieter, die so digitale Anamnese und Aufklärung anbieten. Bei uns ist es so, wir haben es von unserer Praxissoftware, das ist in dem Falle Dumpsoft, und das Programm, diese digitale Anamnese, nennt sich Athena. Davon haben wir das gemacht, weil es für uns, also wenn man dieses Programm einmal hat, ist es halt sehr schlüssig, weil es ineinander übergreift und von derselben Firma kommt. Das heißt, war für uns logisch. Und auch, das ist jetzt nur so ein Side-Fact, was auch interessant war, ist, dass die, es gibt halt Anbieter, die haben dort eine Mindestvertragslaufzeit von 60 Monaten. Das fanden wir jetzt nicht so
nicht so reizvoll. Ja, und das Ganze sollte einfach ansprechend sein, genau. Optisch ansprechend, intuitiv für die Patienten, die es ausfüllen und für uns auch im Handling einfach. Und das ist natürlich super, wenn du eine Schnittstelle hast mit der Praxissoftware. Patienten füllen es aus und es ist sofort da. Genau, es sollte funktionieren. Das ist immer ganz wichtig, gerade bei diesem ganzen, deshalb macht es manchmal auch Sinn, bei manchen Sachen der Digitalisierung vielleicht noch ein bisschen mehr zu warten, bis sozusagen die ersten Reibungen schon behoben sind und es ordentlich funktioniert. Naja, auf jeden Fall haben wir dann uns für Antena entschieden und der Ablauf jetzt ist eben so, dass ihr zum einen auf unserer Webseite gibt es einen Link, wo ihr online zu Hause, wenn ihr wisst, ihr seid bei uns Neupatienten, könnt ihr halt schon den Anamnesebogen ganz entspannt zu Hause ausfüllen, auf dem Laptop, iPad, was auch immer ihr habt und übermittelt das dann digital an uns und das kommt dann direkt in unsere Praxissoftware und können wir es einfach direkt übernehmen. Das heißt, Schreibfehler haben wir nicht. Wenn ihr zu unserem Ersttermin kommt, haben wir schon eure komplette Anamnese und wissen schon, okay, das ist eine Erkrankung, können uns schon vorher damit ein bisschen besser auseinandersetzen und nicht erst in den 5 Minuten, wo ihr dann quasi zu uns kommt. Also das heißt, es ist auch besser für die Vorbereitung auf euch. Klar, es spart Papier. Wenn ihr das nicht zu Hause machen wollt, ist es so, dass wir jetzt, also weil wir auch die Aufklärung im Zimmer mit Athena machen, also mit dieser Aufklärungssoftware, haben wir auch in jedem Zimmer iPads. Das heißt, wenn ihr jetzt bei uns Neupatienten seid und das nicht zu Hause machen wollt, dann kommt ihr zu uns zur Praxis. Ihr bekommt an der Rezeption ein iPad, könnt da ganz in Ruhe das ausfüllen, die ganzen Fragen. Das Tolle ist, wie gesagt, es ist auch lesbar. dann gebt ihr das iPad wieder zurück und dann wird automatisch von dem iPad sozusagen diese Anamnese bei uns ins System übertragen und es ist alles da und eigentlich, ja. Funktioniert es dann? Was auch ganz cool ist, ich habe den alten Anamnesebogen, habe ich glaube ich mit Excel oder sowas erstellt. Also der sah auch gar nicht so schlecht aus, aber es war relativ viel Aufwand, den zu basteln. Dann haben wir den als PDF einfach kopieren lassen und das war dann aber so, wie es ist. Und wenn mir dann eingefallen ist, diese Frage hier würde ich eigentlich ganz gerne noch stellen auf meinem Anamnesezettel, da musste ich wieder meine Excel-Tabelle rauskramen, von der ich gar nicht mehr wusste, wo ich die gespeichert habe, musste die Frage wieder einfügen, neues PDF erstellen, das Ganze wieder drucken lassen oder in der Praxis drucken. Und jetzt ist es einfach so, wenn es mir einfällt oder wenn ich denke, das irgendwie könnte man noch besser formulieren, dass ihr es vielleicht als Patient noch besser versteht, dann können wir es einfach online einstellen, das dauert 2 Minuten. Also das ist ganz schnell gemacht und das ist dann letztlich für uns auch besser auswertbar, um zu sehen, mit welchem Anliegen kommt ihr zu uns. Ja, und dann, das ist auch noch eine Info, die vielleicht eher für Kollegen als für Patienten ist. Wir sind ja jetzt relativ technisch affin, würde ich jetzt mal sagen. Also wir machen viel auch selber und sind da, glaube ich, jetzt nicht ganz so Anfänger, sage ich mal so. Aber auch für Kollegen oder Kolleginnen, die jetzt vielleicht nicht so technisch versiert sind, ist halt auch das ganze Thema, auch mit einem klassischen Anamnesebogen zu designen, halt nicht was die selber machen würden, sondern das lagert man dann wahrscheinlich wieder aus an eine Agentur, hat man wieder Kosten. Und das ist zum Beispiel bei der digitalen Variante super, weil theoretisch könnte man auch Unterstützung vom Hersteller haben, die haben dann so vorgefertigte Designs an das Praxis-CI angepasst. Das heißt, man muss eigentlich nur noch die Fragen ergänzen, das ist eigentlich ganz cool. Und das ist von den Kosten halt nicht so intensiv, als würdet ihr jedes Mal irgendwie das über eine Agentur beispielsweise machen. Es geht halt schneller. Und eine Sache, die für mich ganz cool ist, Thema Zahlen, Daten, Fakten, man kann natürlich die Sachen viel cooler auswerten. Das heißt, bei unserer Software ist es so, man kann Beispiel, woher kommen die Neupatienten? Ich kann, also bei uns müsste, oder wäre es schön, wenn ihr mal sagt, wie ihr auf uns aufmerksam geworden seid. Natürlich alle über YouTube. Ja, genau, über YouTube natürlich. Und das ist halt für uns ganz cool, weil wir so eine gute, also eine gewisse Messbarkeit kriegen und am Ende des Monats sagen können, okay, von unseren 100 Neupatienten kommen jetzt 25 über Instagram, 10 über Facebook, 20 über, was weiß ich, Google und nochmal 25 über YouTube. Das ist so, müsste man es natürlich händisch auswerten, wenn man das analog macht oder selbst analog eingescannt. Es ist halt, ja, da muss man halt einen Mitarbeiter für abstellen oder eine Mitarbeiterin, die das macht, das ist halt blöd. Also von dem her war das, aber das ist eher sowas für Kollegen, ist vielleicht nicht für Patienten. Ja. Für Patienten, finde ich, ist das Hauptding erstmal, wenn ihr nur bei der Anamnese, dass ihr das von zu Hause machen könnt. Ihr spart euch Zeit. Genau. Weil in der Regel sagen wir schon, kommt ein paar Minuten früher, weil es sind ein paar Papiere oder Dokumente, die ihr digital ausfüllen müsst. Die Zeit könnt ihr dann besser nutzen. Ne? Macht es auf den Weg in die Praxis, füllt schnell aus, schickt es uns, dann haben wir es da. Und wie gesagt, ihr könnt es auch auf eurem eigenen Handy machen. Also wir haben zum Beispiel bei uns auch so einen QR-Code. Dann könnt ihr, wenn ihr, sag jetzt mal, unser iPad nicht nehmen wollt, sondern euer eigenes habt oder eigenes Handy, wie auch immer, könnt ihr den QR-Code einlesen. Es öffnet euch die Anamnese und ihr klickt euch einmal, swipet euch durch und ist. Du hast schon den großen Vorteil genannt, dass wir natürlich perfekt vorbereitet sind, ne? Ja. Ja, okay, dann haben wir das schon, dann haben wir das schon abgehakt. Vielleicht nochmal so zum Thema Workflow jetzt für das Praxisteam. Früh holt das Behandlungsteam sich das iPad aus dem Schrank. Jedes Zimmer oder jedes Team hat ein iPad. Da kann man dann darauf sehen, welche Patienten für den Tag schon auch ihre Daten übermittelt haben, wo die Anamnesen drauf sind, den Behandlungsablauf sehen. Und wenn wir dann die Behandlung selbst durchführen, haben wir das iPad in der Hand und können auf dem iPad nochmal die Aufklärung machen. Das ist für euch als Patienten super cool, weil dort Videos und Fotos hinterlegt. Es ist einfach viel, viel deutlicher zu verstehen,
verstehen als irgendwelche Zeichnungen auf diesen ganz alten Aufklärungsbögen. Das ist, ja. Naja, oder wie hat man es sonst gemacht? Also wir haben einen Beratungstisch, was man sonst oft macht, dass man wirklich googelt halt. Ne? Also dass man mit dem Patienten sitzt und googelt, keine Ahnung, ihr sollt eine Wurzelkanalbehandlung kriegen und dann googelt man Koffer, dann googelt man Wurzelkanalbehandlung und zeigt dann die Bilder. Das ist halt bei dem Programm auch schön. Ihr wollt jetzt über ein oder ihr als Patienten werdet aufgeklärt über eine Brücke, über eine Wurzelkanalbehandlung, was auch immer, dann sind da schon, ist da so eine Aufklärungsstrecke schon hinterlegt, mit Bildern, mit Videos, wie auch immer, wie, also wie intensiv ihr auch aufgeklärt werden wollt, kann man damit abbilden. Und das Coole ist, dass man im Nachgang über diese Aufklärung das nochmal per E-Mail geschickt bekommen kann. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr sagt, okay, hey, ist irgendwie viel gewesen, würde ich gerne nochmal in Ruhe drüber nachdenken, nochmal nachlesen, mit Mann, mit Frau, mit wem auch immer nochmal besprechen, dann kann man es euch auch per E-Mail, auch wieder digital, also nicht irgendwie Papierverschwendung, euch zukommen lassen und ihr könnt nochmal euch in Ruhe anschauen. Das ist auch, also für uns, muss man fairerweise sagen, wir nutzen es teilweise noch ein bisschen zu wenig, aber muss auch sagen, wir haben ja auch den YouTube-Kanal. Das heißt, ganz viele Leute können tatsächlich einfach die YouTube-Videos von uns gucken, um über diverse Behandlungen aufgeklärt zu werden. Aber nun ist das ja nicht bei jedem so und da denke ich, ist es eine nette Sache, ein nettes Tool. Auf jeden Fall, genau. Also wir haben alles an einem Ort. Wir haben jetzt die Aufklärung gemacht und ihr bekommt die Behandlung selbst. Dann habt ihr, wenn irgendwelche Kosten anfallen sollten, auch nochmal diese Aufklärung auch auf dem iPad, was ihr unterschreiben könnt. Alles dann per E-Mail an euch und für uns an einem Ort gespeichert. Immer wieder abrufbar und es ist halt super easy. Ja. Also wir haben sehr viel Büroplatz geschaffen. Ja, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, wie gesagt, diese ganze Zettelwirtschaft, das mag aus Patientensicht wahrscheinlich, denkt dann, also glaube ich, hat man nicht so den, merkt man nicht, wie sehr das für die andere Seite nervig ist. Aber für uns als Praxis, ich meine, wir sind jetzt irgendwie 5 Behandler, dann haben wir noch Prophylaxe. Da könnt ihr euch vorstellen, am Tag, weil für jede Kostenaufklärung würde ja ein Papier gedruckt werden. Und also das ist eine Masse an Papier, die da am Tag durchläuft. Da laufen permanent die Drucker, dann sind irgendwie dauernd die Toner leer. Oder der Drucker funktioniert nicht. Es ist auch nicht so, dass man das nicht hätte in der Praxis. Das ist halt dann schon super nervig. Das haben wir halt jetzt nicht. Also kriegen die Leute halt das iPad, unterschreiben das und dann ist gut. Also vielleicht für alle Kollegen, die mit dem Gedanken spielen, ist es das Richtige für mich oder eben noch nicht. Wir haben uns eingangs ein paar Fragen gestellt, ob wir das umstellen sollen oder nicht. Weil ihr kennt es vielleicht, alles, was man neu etabliert, jetzt auch selbst wenn man nicht aus der Dentalbranche kommt, alles, was man bei der Arbeit neu etabliert, ist erstmal ein Aufwand für alle Beteiligten. Da muss man sich erstmal reinfinden. Und wir haben überlegt, wie affin ist unser Team und wie affin sind unsere Patienten gegenüber Technik und Digitalisierung. Gehen die das mit? Also ist das für Patienten wirklich, wirklich ansprechend? Das kommt dann natürlich auf die Altersgruppe an, die Struktur, die ihr habt und auch fürs Team. Die Frage konnten wir klar mit Ja beantworten. Da sind wir alle eigentlich ganz fit. Die zweite Frage, die man sich stellen sollte, wie weit ist die Digitalisierung schon in der Praxis und wie verlässlich ist zum Beispiel auch das WLAN? Wenn euer WLAN nicht funktioniert, dann könnt ihr das Ganze knicken. Dann wird es schwierig, weil es läuft natürlich alles übers WLAN und wenn es mal ausfällt, es gibt ja auch die Tage, wo wir hier komplett lahm lagen, weil wir kein Internet hatten. Wo das WLAN-Kabel geknickt ist, oder? Wo das WLAN-Kabel geknickt ist, ja. Nee, dann funktioniert natürlich gar nichts. Und wenn ihr sagt, bei uns ist die Anwendung so schlecht, es wird nichts, dann müsst ihr überlegen, wer es macht. Ja, also genau, das finde ich, das ist auf jeden Fall eine wichtige Frage. Was ist eure Patientenklientel? Was hätten die vielleicht gerne? Wir hatten es in ein paar Videos ja schon mal gesagt, dadurch, dass wir Zahnerhaltung machen, ist unsere Klientel eher schon jünger, unter 50 definitiv. Was nicht heißt, dass jemand über 50 nicht gerne digital arbeitet. Ich will nur sagen, wenn ihr eine Praxis habt mit Schwerpunkt Alterszahnmedizin 70 plus. Meine Oma verwendet auch das iPad, aber ich glaube, die würde sich mit einem analogen noch mal ein bisschen wohler fühlen. Also das muss man sicherlich abwägen. Und der gute Punkt ist Mitarbeiter, weil die schönste Technik bringt halt nichts, wenn die niemand bedienen kann. Nicht, dass es super schwer wäre, aber man muss da wirklich auch so ein bisschen sich drauf einlassen und Lust haben, überhaupt, also sozusagen offen dafür sein. Mhm. Aber wie du schon sagtest, bei uns traf das alles zu. Unsere Mädels finden es super. Also kann man nicht anders sagen, wir selber finden es auch gut. Und bei den Patienten kommt es, also habe ich bis jetzt auch noch nichts Negatives gehört. Die finden es eher auch cool. Ist halt, ich meine, wenn du da so ein iPad kriegst und kannst dann in Ruhe das da beantworten, ist schon cooler als einen Zettel mit Stift und Block. So, also das macht schon einen ganz anderen Eindruck, definitiv. Und was auch cool ist, das haben wir vorher nicht so ganz gesagt, aber ihr habt natürlich auch immer die Möglichkeiten, relativ schnell, wenn ihr was auch, ihr wollt zum Beispiel eine Patientenumfrage machen, beispielsweise, oder irgendein anderes Dokument, was ihr mal eben einpflegen wollt, dann könnt ihr das halt digital in 2 Minuten. Minuten, ja. Nicht mal. Genau. Ja. Also das geht halt schnell, schwupps ist es bei euch drin und ihr könnt sofort von den Leuten das abfragen und das ist halt echt sehr arbeitserleichternd. Aber das ist vielleicht der eine Downside, also es gibt natürlich nicht immer alles positiv, logisch, gibt immer eine andere Seite der Medaille. Das war zum einen das WLAN und zum anderen ist es natürlich, dass es kostet halt Geld. Das muss man einfach sagen. Mhm. Also ihr habt eine monatliche Pauschale, die ihr bezahlen müsst, die variiert. Also es bringt jetzt auch nichts, wenn wir euch sagen, was wir dafür bezahlen, weil es stark davon abhängt, wie viele Nutzer ihr am Ende habt, wie viele iPads, worauf das genutzt werden soll. Davon hängt es ab, welcher Anbieter natürlich, weil auch da gibt es große Unterschiede, muss man sagen.
Und ja, aber für uns war sozusagen die Kosten-Nutzen-Abwägung und vor allen Dingen das, was es an Mehrwert für unsere Patienten bietet, war es für uns, hat sich das relativ schnell geklärt. Thema Kosten muss man natürlich immer gegenrechnen, die Arbeit, die eure Mitarbeiter verrichten, wenn die alles einscannen, schreddern, wegheften und so weiter. Ich glaube, das ist eine positive Bilanz. Aber mir fällt noch eine Sache ein zum Thema Patientenklientel. Das haben wir vorhin auch nicht erwähnt. Und zwar, wir hatten natürlich nicht nur einen Anamnesebogen auf Deutsch, sondern wir hatten auch einen Anamnesebogen auf Englisch. Und da hört es aber dann auch schon auf. Also den auf Englisch habe ich selber übersetzt und mein Englisch ist jetzt nicht so schlecht, aber trotzdem muss man dann bei den ein oder anderen Sachen nochmal gucken, wie wirklich die medizinischen Begriffe sind. Da kann man sich sicherlich auch professionelle Hilfe holen, aber wir hatten halt zwei Sprachen. Und jetzt ist es so, wenn jemand kommt und wir haben viele asiatische Patienten oder arabische Patienten, der Anamnesebogen wird dann einfach, die Sprache kann ausgewählt werden, einfach auch übersetzt. Ja. Und osteuropäische Patienten, genau. Also vielleicht auch, wenn ihr ein internationales Klientel habt und ihr habt momentan hier 10 Fächer und irgendein Anamnesebogen in jeder Sprache und dann nochmal den Kinderanamnesebogen und die Aufklärung und so weiter, da spart ihr euch natürlich auch einiges an Arbeit. Ja, also von dem her, genau, also eigentlich abschließend nochmal, der Mehrwert ist aus unserer Sicht definitiv da. Zudem ist es noch so, ich meine, da müssen wir uns jetzt auch alle nichts vormachen, Digitalisierung ist sowieso, es ist unausweichlich. Also es ist einfach so, es wird in 10, weiß ich nicht, wie viele Jahre, ist immer schwer, da Prognosen zu treffen, aber dieses, also ich meine, deutschlandweit haben wir das ja mit der Digitalisierung so ein bisschen verschlafen, aber heißt ja nicht, dass wir es in der Zahnmedizin nicht besser machen können. Und es ist eh unausweichlich. Also von dem her sozusagen, ich glaube, sich davor zu verschließen, ist die Frage, ob ein das so weit bringt, weil es wird so oder so kommen. Und es macht auch Spaß. Also es ist eine coole Sache. Aber es bringt, also es hat halt einen Mehrwert auch für einen selber als Inhaber oder Zahnärztin. Also ihr könnt ja auf jeden Fall mal kommentieren. Wie ist es bei euch? Füllt ihr bei euren Ärzten noch alles händisch aus oder habt ihr es digital? Findet ihr das cool? Findet ihr das nicht so cool? Und an Kollegen gerichtet, wie arbeitet ihr? Seid ihr hauptsächlich digital unterwegs? Und interessiert euch generell das Thema Digitalisierung in der Zahnarztpraxis? Oder ist das eher sowas, kann man mal gucken, aber nicht so spannend wie die anderen Videos? Das könnt ihr ganz gerne mal kommentieren. Wir freuen uns auf euer Feedback dazu. Ich hoffe, wir haben nichts vergessen. Nee, ich hoffe auch nicht. Ja. Wie gesagt, kommentiert fleißig. Wir freuen uns da echt immer auf die Interaktion. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, wie immer, schreibt alles rein und wir gucken, wie wir es beantworten. In dem Sinne, danke fürs Zuhören. Bis bald. Und bis bald. Macht's gut. Ciao.